Das hier ist der Ort Moab. Das ist eigentlich, ach, wenn man so will, eine der größeren Städte von Southern Utah. Und hier dreht sich fast alles um Tourismus. Über den Campground an solches kann man nicht allzu viel sagen. Es ist keiner, den ich jetzt zwingend empfehlen würde. Aber es gibt hier in Moab auch nichts Besseres. Die Straße ist immer allgegenwärtig im Hintergrund. Das hätte aber noch schlimmer kommen können. Es gibt einige Campgrounds, die so richtig an der Straße liegen. Es gibt natürlich hier eine größere Anzahl von Restaurants. Morgen versuchen wir mal wieder irgendwo einen Burger zu essen. Irgendwie hat man das Gefühl, als wenn bald Halloween wäre. So, das ist unser Standplatz hier in, außerhalb von Moab, auf dem Koa Campground. Ja, und das ist unser Hintergrundbild. Heute Morgen ist immer noch recht frisch, aber in den nächsten Tagen soll es wieder wärmer werden. So. So, jetzt sind wir wieder unterwegs. Ein zweiter Tag hier Richtung Moab erstmal. Das sieht man hier, das grüne Tal. Das ist das Städtchen Moab. Und dahinter kann man auf der rechten Seite auf der Anhöhe schon den Archer Nationalpark sehen, wo wir heute wieder hinfahren und eine etwas größere Wanderung unternehmen. Ja, Moab selbst ist eine typische Kleinstadt, wie man sie in den USA sieht, breite Straße. Und ja, in diesem konkreten Fall mit relativ vielen Outdoor-Läden und Restaurants und sowas, weil hier ist einfach Tourismus das Geschäft. So, heute ist unser letzter Tag hier auf dem Campground und heute haben wir keine großen Aktivitäten. Am Nachmittag werden wir kurz mal nach Moab reinfahren, um ein bisschen was zu organisieren. Und heute kochen wir auch nicht selbst. Und ja, das ist heute wirklich mal so ein Brückentag, wo wir ein bisschen relaxen und uns auf die nächsten Touren. Filmst du mich jetzt? Ja, du siehst super gut aus, mein Schatz. Ja, heute gehen wir natürlich amerikanisch essen. Was isst man in Amerika? No, ich ein Burger. So, heute holen wir dann nun unser Wedding, oder wie heißt das eigentlich in Englisch? Hochzeitstag. Wedding Day? That's a good question. A very good question. I suppose it's wedding day. Yeah. Okay, also heute holen wir unser Menü, unser schönes Menü für unseren Hochzeitstag nach. Einen richtig guten Burger. Dazu habe ich die Fries, Wolfgang Vegetables. Der wird meine Fries essen, denke ich mal. Und ich habe einen Radler. Gut. Schauen wir mal, was auf uns zukommt. Jupp.